Es geht weiter natürlich hier an der Belaya. Und es ist nicht so einfach. Aber was man sagen kann, das hier scheint der Timing zu sein. Mit dem ersten Wurf, es ist mir schon fast unangenehm, erster Wurf auf der weißen Maus. Also mit richtig großem Setup. Wenn man also schon Level 30 plus ist, ist das zumindest eine Möglichkeit, auf Timen zu gehen. Ja, absoluter Hammer. Wir sind gerade hier schön entspannt auf dem Samstagabend und testen hier in der Community die verschiedenen Spots und einige sind eben hier gerade auch an der Belaya unterwegs und auch da fehlt mir noch einiges. Wir gucken gleich mal rein, was noch alles offen ist, was essentiell ist und da es jetzt gerade eben in Richtung Abend ging, habe ich mir gedacht, komm, teste doch mal auf Timen mit großem Setup. Gehe auch gleich wieder hier zurück an die Stelle. Das war auch genau die gleiche Posi haben, wo er reingegangen ist. Also wir sind hier ziemlich genau hinter dem, was ist das, der Grill oder sowas, ne? Also quasi genau in der Mitte. 15 Kilo Setup jetzt gerade. Das heißt, der Brocken hat schon ein bisschen Bock. Wir gehen natürlich gleich auch auf Setup ein und gucken uns an, was das für eine Maus ist. Diese Mäuse gibt es übrigens erst an der Tunguska. In der Tunguska oder bei den Shops an der Tunguska gibt es im hinteren Bereich, also im Hinterhof sozusagen, einen kleinen Spezialshop für Tunguska-Köder. Da sind eben diese speziellen Wobbler zu kriegen und diese sündhaft teuren, nein, oh, gefettfingert, sündhaft teuren Tiere hier, diese, ja, diese Tierchen, Eichhörnchen, Mäuse, Ratten und so weiter. Schweineteuer, aber einer der absoluten Timen-Magneten. Auf einen davon hatte ich ja auch meine Timen-Trophy, allerdings natürlich an der Tunguska. Das will man, glaube ich, hier gar nicht haben. An der Belaya. So, komm ran hier. Des Weiteren gehen wir natürlich gleich auch ein auf alle Sachen, die wichtig sind fürs Angeln an der Belaya. Also, wir gucken uns das gleich alles schön an und ich gehe die ganzen Spots durch, wo man möglicherweise die gesuchten Fische findet, damit man das auch jetzt abschließen kann hier, das Angeln an der Belaya. Das ist doch, wäre doch nicht so schlecht. Oh, der hat aber Bock, ey. Der hat aber Bock. Also, wir gehen ein aufs Posenangeln natürlich. Man muss ja verschiedene oder eine gewisse Anzahl an Fischen mit Insekten auf Pose fangen. Ich muss noch die Esche fangen. Mir fehlt auch noch die Bachforelle. Also die gucken wir uns gleich alle an, wie das Setup aussehen kann und wo man die fängt. Ich vermute die ganze Zeit, dass die auch relativ ufernah funktionieren können, die Fische. Die ganzen Stipper, die stehen ja auch regelmäßig hier und fangen ihre Fische ja auf der Stippe. Ja, und so eine Stippe kommt ja nicht so wahnsinnig weit raus. Also wenn man so vielleicht um die 10 Meter weit rauswerfen kann, ist das, glaube ich, schon nicht so schlecht. Was sich natürlich empfiehlt, was das Ganze deutlich angenehmer macht als mit der Stippe, ist es hier natürlich mit einer Bolognese-Route oder wenn man schon kann, mit einer Match-Route zu hantieren. Dadurch hat man deutlich höhere Chancen, dass man dann eben hier auch die gewünschten Fische findet. Allerdings, ich habe jetzt gerade zwischendurch mal mit zwei Matchrouten rumhantiert, um einfach eine größere Spanne an verschiedenen Ködern zu testen, gleichzeitig zu testen an einem Spot. Und es ist gar nicht so easy. Also dann auch richtig im richtigen Moment den Anschlag zu kriegen, denn gerade bei der Bachforelle, die schießt schon mal schnell runter, lässt aber auch schnell wieder los, wenn da nicht direkt der Anschlag kommt. So, Alter, jetzt komm aber ran hier. So groß kannst du doch gar nicht sein, Alter. Ich habe hier 15 Kilo Fluoro komplett. Pump hier auch schon so ein bisschen. Und der haut einfach noch ab. Ich würde sagen, wir machen mal einen Break, machen das ganze Geschnacke hier nicht so lang, denn wir wollen ja die essentiellen Fakten, wo man was fängt. Oh ja, jetzt so langsam kommt er an. Das war noch ein ziemlich anstrengender Fight. Der hatte doch ordentlich Bock hier. Er kommt, er kommt, er kommt. Krass, 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 krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so hart reingeht und so ausdauernd auch ist. Der hatte ja richtig Bock.
Und da ist er. 12,7 Kilo. Komplett übertrieben, das Teil. Fange ein Timing mit 5 Kilo. Hätte mir gereicht, 5 Kilo. Ich sage es dir, hätte mir komplett gereicht. Künstliches Nagetier Maus White 35. Das ist das Teil. Da ist er drin. Aufgabe erledigt. Schöner Brocken. Ja, wie gesagt. Alter Falter. Hätte mir absolut gereicht. Hätte mir gereicht. So, nochmal eben sagen. 12,7 Kilo. Timen. Also, ist im Sack. Und ich zeige natürlich jetzt eben nochmal hier schnell die Position. Einfach locker ausgeworfen. Hier an der Stelle. Rausgeworfen. Also, nach da. Locker raus. Und dann Tempo 50. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mit Shift und wieder treiben lassen. 1, 2, 3. Und wieder treiben lassen. 1, 2, 3. Und wieder treiben lassen. Einfach so ein bisschen quasi gejiggt. Und dann war dann zack auf einmal direkt wieder der Einschlag. Also direkt nach dem ersten Auswurf ging es sofort rein. Was ist natürlich wichtig? Wichtig ist, wie bei allen Kunstködern, die Frage der Farbe, die Form, vielleicht auch so ein bisschen Eichhörnchen oder nicht. Ich werfe mal maximal aus. Ich glaube, ich habe maximal ausgeworfen, oder? Und jetzt gehen wir nochmal rein. Zack, zack, zack. Vielleicht geht da noch so ein Ding rein. So. Und wieder locker durchziehen hier mit dem Dingen. Und wieder zack, zack, zack. Einfach, wie gesagt, Tempo 50, auf Schmitte, mit dem Finger nur auf Shift. Dreimal kurbeln. Ähnlich wie auch an der Tunguska, da klappt das ja auch immer mal wieder mit Blinkern zum Beispiel. Oder eben auch auf den Timen, das hatte ich ja auch mit dem Timen ähnlich gemacht. Dreimal ein bisschen ziehen, dreimal kurbeln, ein bisschen warten, treiben lassen. Was allerdings auch gehen soll, auch eben dieses bisschen Intervall in langsam. Also deutlich langsamer soll auch funktionieren. Und was eben auch super wichtig ist, ja, verschiedene Farben testen, wenn man das schon hat, wenn man das schon kann. Andere Möglichkeit, wenn man natürlich mehr mit der Pose unterwegs ist. Ich hatte meinen ersten Timen allerdings in etwas kleiner, mit kleineren Haken. Hier natürlich auch schon auf Insekten. Und ich würde sagen, wir gucken mal eben kurz rein in die Aufgabe. Ich glaube, in dem Non-Premium ist gar nichts dabei. Schleier, 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 bla bla bla, Windenbach, Moskito, genau, also ab dem Premium und dann auch nur ab Stufe 4. Fange eine europäische Esche mit dem mit der Führungsmethode Treibangeln, also hier auf der fließenden Gewässerseite, ja, Esche mit Insekten im Idealfall. Ein Kilo muss die haben und das machen wir jetzt gleich als nächstes, wenn es auch gleich wieder ein bisschen heller wird. Dann haben wir das an der alten Festung, da muss ich auch noch dran. Koori war ich auch noch gar nicht, bin ich auch super gespannt. Koori gibt es direkt im Anschluss, da mache ich auch direkt nochmal ein Video zu den verschiedenen Spots, wo da was geht. Und dann gucken wir einfach mal rein, was sich so zusammengetragen hat aus dem Discord, wo die ganzen Brocken gefangen wurden. Fange eine Bachforelle mit einem Gewicht von 1,5, Aufgabe Nummer 5. Ja, das sollte doch gehen, aber ist schon nicht so easy, die Barfo einfach mal in groß zu fangen. Das kann schon ein bisschen tricky werden. Auch davon hatte ich gerade einige auf Pose. Und zwar mit der Köder-Kombi Eintagsfliege und Grille. Eintagsfliege und Grille, auch nicht so verkehrt. Und Dasselfliege, Eintagsfliege zum Beispiel oder eben nur die Grille. Also das testen wir jetzt gleich. Komplett mit Pose. Das Teil packen wir jetzt erstmal wieder weg, den großen Brocken. Wir gucken gerade nochmal weiter rein. Was haben wir hier unten? Ja, das war jetzt gerade der Timen für Stufe 7. Das ist natürlich sehr angenehm. Koori Fältchen kommt als nächstes dran. Ein Gewicht von 1 Kilo. Ja, das wird auch ein bisschen tricky. Aber wie gesagt, das machen wir dann im Anschluss. Alte Festung, schwarze Amur. Wollte ich mir eigentlich ein bisschen Zeit mitlassen. Vielleicht einfach nächste Woche. Momentan auf dem klassischen Amur-Spot 2167 oben links an der alten Festung war es gerade ein bisschen schwierig, aber
auch jetzt die Tage immer wieder Meldungen gehabt, auf normalen Ködern, Kartoffel oder sowas, dass da auch wieder die Brocken gefangen wurden. Also geht wohl immer wieder. Ich hatte jetzt die zweimal, wo ich da war, kein Glück mit den Amuren. Werd das, wie gesagt, einfach irgendwann nochmal probieren. Mach mir da auch tatsächlich nicht so den Stress. Regenbogenforelle wird auch bestimmt ein bisschen tricky. Und wir gucken mal rein hier. Insekten, Posenfischen, Belaya. Und da geht es ja nur um irgendetwas. Das Gewicht ist ja wurscht. Und ja, hier ist natürlich jetzt viel mit Doppelköder. Also ich habe die ganze Zeit eben hier auch mit der Eintagsfliege immer rumprobiert. Oder eben auch mit der Dasselfliege. Fliege allgemein natürlich für diese Fische super essentiell. Also Fliege auf jeden Fall verwenden. Da gehen natürlich auch die Lauben drauf oder Hasel. Apropos Hasel, gehen wir mal direkt weiter hier in den Süden. Und dann hier auf der linken Seite, hier kann man es auch immer wieder auf Hasel testen. Also ab hier im Nahbereich, ob das mit der Stippe ist oder wie gesagt mit der kleinen Pose oder hier dem Bereich, einfach hier die gesamte Area abtesten. Immer wieder mit, ja, mit Fliege auf Hasel oder die Laube geht rein oder Rotauge geht rein. Oder eben auch hier in diesem Stillbereich auch hier mal testen für Rotauge und Co. Also auch hier ballern die gerne mal rein, wenn man eben, ja, nicht oder wenn einem so ein paar Sachen noch fehlen jetzt hier für die, das war es nicht, hier oben, das ist es, für die 6 Fischarten auf Pose. Bachforelle und Esche und Döbel, die gehen safe rein, also braucht man quasi noch 3 weitere. 3 weitere dazu, genau, hier stand ich gerade eben, hier sind genau, hier sind noch meine Pömpel. Also probieren wir es hier mal weiter. Grille hatte ich gerade auf 30 cm Tiefe. Jetzt haben wir gerade Morgenstunden, es ist relativ kühl. Ich gehe mal auf 60 cm runter und werfe hier locker aus, so kurz, genau, so zwischen dem Stein. Auch hier wieder weiter runter gehen. Nochmal runter auf die 60 cm. Und wenn es gleich richtig warm werden sollte, gehe ich einfach vielleicht ein bisschen höher. Ein bisschen weiter werfen. So, kurz vor den Stein. Und dann hoffen wir, dass jetzt hier die Esche reingeht. Oder auch gerne die Bachforelle. Ich muss die Bachforelle jetzt nicht unbedingt mit 1,5 Kilo auf Spinner haben. Ist natürlich eine Option. Kann man, siehst du, da haben wir es wieder. Ist natürlich eine Möglichkeit. Oder auch eine sehr gute Möglichkeit. Das gehen wir natürlich auch gleich nochmal durch, welche Köder da funktionieren könnten. So, was haben wir jetzt hier dran? Auf Grille, 60 cm Tiefe, große Esche. Da ist die Esche, auch abgeschlossen. Guck dir das an, funktioniert. In den Morgenstunden 60 cm, Eintagsfliege und Grille. Jawohl, abgehakt. Und jetzt brauchen wir noch die Bafo auf 9,8 Kilo Fluorocarbon komplett. 6er Haken hier mit der Rebellion Match. Auch abgehakt. Und jetzt geht es weiter hier auf die Bafo. Jetzt bin ich ja gespannt. Kriegen wir die Bachforelle noch irgendwie getriggert? Man sieht es am Bissverhalten. Die Esche geht deutlich langsamer runter. Und man hat viel mehr Zeit anzuschlagen. Also die Esche deutlich entspannter zu fangen. Bei der Bachforelle muss der Anschlag direkt sitzen. Wenn das Ding runterschießt, deutlich aggressiver, deutlich schneller, geht das Ding runter, geht die Pose runter. Und dann muss man aber auch schnell anschlagen, weil, ich sag mal, eine Sekunde zu spät, dann ist schon, dann hakt es schon einfach nicht. Ganz, ganz heftig mit der Bafo. Da vielleicht eher echt mit einer Rute nur. Oder dann gleich auf Spinning. Wir werden es gleich auf jeden Fall testen. Ich schmeiße jetzt hier auch nochmal andere Köder raus. Die Esche, warte mal, wir gucken gerade nochmal eben. Esche hatten wir. Vielleicht nochmal mit Mistkäfer. Ich mache mal nur den Mistkäfer. Einfach mal simpel, einfach nur den Mistkäfer reinschmeißen. 60 cm Tiefe. So, vielleicht zieht das ja auch noch ein bisschen. Und dann machen wir jetzt hier auch einfach nur die Grille, auch nochmal 60 cm. Zack. Also schön hier vor, genau, schön vor den Stein. Und jetzt hoffen, dass das gleich auch hakt, dass da was reingeht. Leicht bewölktes Wetter heute, soll glaube ich an dem heutigen Tag gar nicht so ganz warm werden. Gucken wir mal, was geht. Irgendwie wird das schon reingehen. Es braucht natürlich ein bisschen Zeit, ne? Es braucht einfach Zeit.
Jetzt gleich im Anschluss, wie gesagt, teste ich nochmal mit Spinnern, ganz klassisch und traditionell. Aber die Aufgabe, ja gut, das mit der Esche ist natürlich erledigt, ne? Das mit der Esche ist durch. Premium. Das ist das nächste. Kuori, alte Festung, ist erledigt. 1,5 Kilo alte Festung ist erledigt. Wo ist es denn? 1 Kilo Esche Führungsmethode, genau. Das ist erledigt. Alte Festung, Pelletmarine. Das wird noch ein bisschen tricky, ey. Ich bin echt gespannt mit der Pelletmarine. Aber es soll Spots geben. Es wurden schon einige gefangen. Und das ging sogar bei vielen relativ schnell. Das war meine große Befürchtung. Auch in den ersten Videos ja schon gesagt. Und jetzt brauchen wir hier noch, machen wir das als nächstes mal, die Barfo eben mit 1,5. Scheint hier gerade ein bisschen schwierig zu werden. Also direkt wieder wechseln. Beziehungsweise vielleicht eine andere Tiefe testen. Ich gehe vielleicht einfach nochmal ein bisschen höher und nehme auch nochmal andere Köder. 40 cm. Und wir gehen nochmal auf Eintagsfliege mit Fliege. Gucken wir mal, ob das die Bachforelle eher triggert. Wobei gerade, wie gesagt, in den Abendstunden zuletzt, am letzten Abend, waren die Bachforellen ganz gut anzusprechen auf die Grille. Und weißt du was, wir lassen das nochmal mit der Grille und ich mache da nur nochmal eine Fliege dazu. Grille und Fliege. So. Und dann gucken wir mal, ob da noch was reinschießt oder nicht. Super spannendes Angeln hier mit der Pose. Es gab auch schon einige Rückmeldungen, die gesagt haben, warum bin ich überhaupt mit Spinning unterwegs? Mit der Pose läuft doch viel besser. Fürs Belaya-Wettangeln vielleicht sogar auch interessant. Einige Stipper können bestimmt auch gut mithalten mit den Kunstköderanglern hier an der Belaya auf diese Fischarten. Döbel eben auch hier direkt so vor, wo die Posen, wo die Rutenspitze ist. Ne? So ein bisschen neben dem Stein sind immer auch mal wieder die Döbel. Oder vielleicht auch die Barfos, weißt du was? Ich schmeiß mal direkt hin. Wobei, die waren auch mal vor dem Stein. Muss ich auch gleich nochmal testen. Mal ein bisschen weiter werfen. So. Ja, das ist sogar. Das ist sogar schon wieder. Aber könnte noch gehen. Das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Angeln. Leicht bewölkt. Also wieder Wetterwechsel. Bisschen anderes Szenario quasi schon wieder. Abgeprallt vom Stein. Perfekt. Dann lassen wir das jetzt hier so schön treiben. Und wir hoffen weiter auf das fehlende Teil. Ich glaube, währenddessen packe ich gleich einfach schon mal den Spinner wieder aus. Ja. Das ist doch ein Döbel. Und da ist auch irgendwo was dran. Es hängt. Ei, siehst du. Auf einmal alle beide hier. Aber nichts Großes, sonst wären die mir abgegangen. Kleine Esche. Ich werfe hier auch nochmal ein bisschen weiter. Also direkt so links neben den Stein. Und jetzt wollen wir natürlich noch die größeren Brocken haben. Ne? Jetzt muss da was gehen. Siehst du, da haben wir doch den Döbel, wie gerade schon gesagt. Döbel am besten aber auch mit Grashüpfer natürlich. Wie auch am Windenbach für die andere Challenge. Hast du ja bestimmt schon gesehen, am Windenbach Weihnachts-Events-Video, da gibt es ja die zwei Stellen. Wie fängt man den Döbel mit der Stippe bzw. mit der Posenrute? Ja, ich würde sagen, ich hole mal jetzt diese eine Rute raus. Ich lasse mal den einen jetzt hier noch treiben. Vielleicht geht da ja noch ein bisschen was rein. Und jetzt gehen wir hier schon mal weiter auf Kunstköder. Und ich teste hier weiter jetzt mit Kunstköder. So, auf die Bachforelle. 6,4er Vorfach, also klassisches Belaya-Setup. Das Video zum Belaya-Setup sollte eigentlich bekannt sein. Und ich fange einfach mal aggressiv groß an mit Wobblern. Wobbler kann man ja relativ schnell auch schon verwenden. Also das ist gar nicht so schwierig. Wobbler hat man relativ schnell frei. Und hier auch mit Tempo 50 plus Shift. Einfach kurz linke Maustaste. Bam. Schießt schon was rein. Na guck. Also mal verschiedene Köder testen, ob die hier richtig schön ansprechen. Topwater-Oberflächenköder sind halt ein bisschen schwieriger. Sind nicht ganz so leicht, weil die eben auch deutlich später erst freigespielt werden. Ne? Da muss man deutlich weiter geskillt sein. Aber ansonsten ist natürlich auch hier mit den Poppern, mit den Topwatern immer richtig, richtig nice. So, ich mache das jetzt mal weg, weil das ein bisschen nervt, die ganze Zeit im Blick zu halten.
Und wir bleiben mal jetzt hier auf Kunstköder. Von den Popper natürlich interessant. Dieser hier, dieser leicht gelbe. Dann der aggressiv gelbe natürlich auch. Also das für die Oberflächenköder. Tempo 50 plus Shift. Einfach hier locker durchziehen. Ich meine, ich muss euch, glaube ich, da nicht viel erzählen. Wer so weit ist im Spinning, der weiß auch, wie man damit umgeht. Also locker durchziehen eben hier und gucken, ob da was reingeht. Ich hatte auch schon die ganzen anderen Stellen probiert. Eine Stelle ist direkt hier oben, quasi auf der Linie, in dieser Richtung. Dann gibt es hier oben ja nochmal einen Stein und hier auch nochmal den großen Stein. Also ringsherum vom Stein ist es natürlich interessant. Aber eben auch geradeaus durchgeworfen. Geht auch immer mal wieder. Und ansonsten bin ich hier eigentlich auch schon in der klassischen Area für die Bachforelle. Auch auf Spinnern. Und da gehen wir jetzt auch gleich natürlich nochmal drauf ein. Und zwar auch mit simplen Spinnern und simplen Ködern. Warte mal eben, den. Ah, der ist ein bisschen gefährlich. Da hatte ich tatsächlich, Alter. Was habe ich denn da gemacht? 1-0er und ich wundere mich, warum. Ich wollte gerade sagen, da hatte ich auch schon ein paar Mal Timing drauf. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Ich sag mal, den 1er-Haken ist für die Köder ja schon krass. 1-0er natürlich das... Alter, wie das aussieht. 1-0er natürlich absolutes Monster. Aber erklärt, warum da in letzter Zeit immer so viel Rapfen und Timing drauf geschossen sind. Weil alles andere, ja, wird wahrscheinlich verschreckt. Und denkt sich, ja, lecko funny, was fährt denn da lang? Also, hier das Ding, ja gut, das testen wir jetzt hier nicht weiter mit dem Riesendingen. Aber wie gesagt, dieser gelbliche und der knallgelbe, die beiden sind, glaube ich, ganz gut zu nutzen, auch nochmal für die Barfo. Grundsätzlich jetzt so vom Wetter her, würde ich, glaube ich, die Bachforelle auch eher so bei leichtem Sonnenschein und Sonnenschein testen. Traditionell für diese Köder, für Köderfarben bei gutem Wetter heißt es ja eher natürliche Farben. Und dementsprechend müssen wir jetzt gucken, leicht bewölkt, also ein Wetter, wo man eben nicht mit 0815 Standard den goldenen Ködern zum Beispiel klarkommt, sondern vielleicht sogar eher mit bläulichen Ködern, leicht grauen, silbrigen Ködern könnte besser gehen. Also, das ist hier so eine Stelle, die für mich immer wichtig auch ist fürs Angeln an der Belaya auf Bachforelle. Simpelstes Setup natürlich Dragonfly Bell, absolut sensationell. Und damit gehen wir natürlich dann auch rein. Puschelhaken hier drauf. 1er Haken ist schon ganz ordentlich. Das Gute hier auf dem Belaya Setup, seht ihr glaube ich selbst, die Dinger fliegen super weit raus. Und wir können hier schön langsam durchgehen. Tempo 25, einfach locker durchleiern. Und dann einfach mal gucken, was denn da so geht. Auf dem Dragonfly Bell Gold. Wir wollen gleich schön für die Bachforelle Gold, 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 Gold. Für Sonnenschein. Also bei Sonnenscheinwetter oder leichtem Sonnenschein komplett auf Gold. Also den hier einmal, beziehungsweise gleich den mit den Punkten. Teste ich aber natürlich auch bei Schlechtwetter. Und dann werfe ich einmal hier vorne hin und einmal hier vorne hin. Also einmal diese beiden Linien abwerfen, ob das interessant ist. Und die ganze Zeit, wie gesagt, mit einfach nur Tempo 25. Das klappt super. Das klappt super für die Barfo, beziehungsweise für die Dragonfly Bell. Na guck, da vorne in der Area scheint irgendwas zu sein. Aber es können auch die ollen Barsche sein hier. Die sind auch manchmal hier an der Stelle. Die wollen wir nicht. Aber ich glaube, es ist schon die erste Barfo, ne? Irgendwas Kleines. Ja, irgendwas Kleines scheint da zu sein. Ich gehe nochmal auf den Bell. Aber in hier mit den Punkten. Auch hier der gleiche olle Haken mit Puschel natürlich. Noch mal ein bisschen weiter auswerfen jetzt. So, und locker durchziehen. Tempo 25. Na, vielleicht gegen die Strömung können wir sogar noch ein bisschen langsamer gehen. Machen wir mal nur Tempo 20. Nebenbei für die Entspannung und für die gute Laune noch einen Tee einkippen. So. Und dann lübt das auch gleich hier. Perfekt, einfach durchleiern hier. Wunderbar. Und dann gucken, lübt oder lübt nicht. Aber wie gesagt, ja, bei dem Wetter. Also es wundert mich nicht, wenn jetzt hier nicht unbedingt auf Gold was geht. Ne? Also im Idealfall eher eben bei Sonnenschein die goldenen oder eben gelben Köder testen.
Wir können auch gleich nochmal durchgehen, was da noch alles reinballern kann oder welche Köder eben noch funktionieren. Klar, Spiker sieht man natürlich immer wieder, die auf jeden Fall testen. Hier Terminator, guck mal hier auch so zu Zitronenfarben, das wäre auch mal eine Möglichkeit. Den Wobbler nochmal richtig maximal raus. Hier natürlich jetzt wieder Tempo 50. Wir wollen, dass der schön zack runtergeschossen wird immer. Bisschen locker lassen, dann geht er wieder hoch, zack wieder runter und dann haben wir hier das Twitchen. Zack. Immer schön mit Speed richtig runterjagen, locker lassen die Schnur, bam, wieder runterschießen das Ding, bam und wieder runterschießen. Das heißt, der Wobbler macht immer diese Bewegung, zack, immer wieder runter und geht dann hoch und zack und geht wieder hoch. Also die, bam, die Bewegung wollen wir hier haben. Jetzt geht er wieder hoch, bam, und dann haben wir hier das Twitchen. Und dann haben wir da den Biss zum Mog wieder. So soll das sein. So, komm ran hier. Aber im Idealfall, also wenn man denn, wenn das noch besser, also wenn der Köder noch besser angenommen wird, muss man oftmals nur ein-, zweimal twitchen und dann ist da schon was dran. Deswegen teste ich jetzt erstmal nochmal ein bisschen andere Farben. Beziehungsweise wir gucken uns nochmal andere Spinner an. Andere Spinner. Also natürlich hier Spiker. Ob das hier die goldenen sind oder die gelben, der 18er, das sind glaube ich somit die bekanntesten. Das gleiche zählt natürlich hier auch für den goldenen. Alles, was eigentlich alles, was Gold ist. Wenn ihr hier die selbstgemachten habt, natürlich auch testen. Aquila. Aquila, super wichtig. Und zwar gibt es die in Gelb und in Gold. Natürlich 4 Gramm. Ist ja klar, wir sind an der Belaya. Teste ich einfach direkt mal mit. Einer der absoluten Klassiker an der Belaya. Muss man immer testen. Tempo hier ist meist so um die 30 ganz gut. Ist aber auch abhängig immer vom Setup, was man hat. Und zieht man gegen die Strömung oder zieht man mit der Strömung. Also da muss man schon selbst ein bisschen drauf achten, wie man gerade unterwegs ist. Ich achte immer darauf, dass unten diese Anzeige, die Actionbar so ein bisschen flackert. Denn dann sehe ich oder dann merke ich, dass quasi der Spinner richtig schön rotiert. Wenn man keine Reaktion da hat, dann rotiert der manchmal nicht. Dann ist die Geschwindigkeit halt nicht so. Guck mal, jetzt ist er wieder schön am Flackern. Es gibt aber auch verschiedene Geschwindigkeiten. Mal so auf 30, vielleicht auch mal so dann auf 15 oder sowas. Da muss man selber ein wenig spielen in diesem Spiel mit dem Köder und mit dem Setup und mit dem, was man so hat. Also, es scheinen hier trotz allem, also hier vorne tatsächlich die Barfuß zu sein. Gar nicht so ganz weit rausgeworfen. Irgendwo in der Area. Jetzt nochmal ein bisschen langsamer durchgehen vielleicht. Na, das ist zu langsam. Na, guck. Dann mal so um die 15 gleich nochmal durchziehen. Und dann aber auch gucken, dass es von der Größe vielleicht nochmal passt. Denn die Lütten-Dingers hier, die wollen wir ja nicht. Ich werfe nochmal komplett aus. Oder gleich einfach nochmal super aggressiv ins dünne Vorfach reingehen. Na, da tut sich gerade nicht viel. Ich glaube, ich bleibe auch mal so auf der, genau, 37, scheint ganz gut zu gehen. Zack, und dann haben wir schon wieder Biss. Das ist doch nicht so schlecht. Also, das weiter testen. Wobei hier im Moment eher, was haben wir denn? Doch, den Hecht. Boah, den wollen wir ja mal gar nicht, Alter. Den wollen wir doch mal gar nicht. Aquila. Aquila in Knallegelb. Übrigens auch noch, Vibra. Knallegelb. Und zwar da oben die Serie natürlich, ne? 8 Gramm, das verwenden wir später an Koori. Da werde ich die 8 Grammer verwenden für die Belaya hier. Auch eine schöne Auswahl. Gelblich, gelblich. Die beiden auf jeden Fall mal testen. Kann ich auch einfach mal direkt machen. Also raus damit und durchziehen. Vielleicht ist das ja hier einer, der funktioniert. Klappt übrigens auch hier so. Man sieht es direkt. Flackert hier unten schön auf 30 bis 40 herum. Also das passt doch schon ganz gut. Aber wie gesagt, vom Wetter her gerade nicht ideal. Eigentlich nicht so ideal. Deswegen ändere ich jetzt hier nochmal auf eine andere Farbe. Ja, den wollen wir natürlich nicht. Und ich nehme nochmal den Aquila und zwar jetzt hier diese ersten. Nehmen wir mal diesen silbrig-grauen oder silbrig-blauen. Grau-blau. So, auch nochmal locker durchziehen. Auch direkt Biss. Vielleicht ist das gerade ein bisschen interessanter. Es ist ein bisschen tricky. Also hier, wie gesagt, die Barfuß zu fangen und alles ist ein bisschen tricky.
und vor allem natürlich auch wetterabhängig, ne? Wenn man jetzt reinguckt hier, ist eigentlich nicht so ideal. Hier der Tag ist nochmal spannend, hier vielleicht. Aber ideal wäre natürlich auch an der Belaya eher ein bisschen kühler und im Idealfall so ein bisschen Sonnenschein wenigstens. Das wäre nicht so verkehrt. Andererseits auch nicht so direkt abschrecken lassen, ne? Nur weil mal so ein bisschen diese 3 Tropfen Regenanzeige sind, heißt es nicht, dass der gesamte Tag verregnet ist, sondern das bedeutet, an einem oder in einem Zeitraum am gesamten Tag kann es mal für eine Zeit lang regnen. Je nachdem, wann du halt hinreist, war der Regen vielleicht schon, das heißt, es kommt auch kein Regen mehr. Oder, ja, es gibt einfach mal für 2-3 Stunden im Game Regen. Es kann natürlich auch hier gerade bei diesem Starkregenzeichen heißen, da hast du jetzt einfach mal einen halben Tag Regen. Kann auch durchaus passieren. Jo, also, ich werde das mit der BAFO mit Sicherheit die Tage einfach nochmal testen. Das ist mir jetzt einfach zu wenig Erfolg. Auch vom Wetter her nicht wirklich interessant. Da nutze ich doch lieber meine Spielzeit und gehe dann gleich nochmal am Koori gucken. Das ist wiederum perfektes Wetter für ein Koori. Koori bis 11 Grad ist immer richtig gut. Gerne auch mal gemischt. Gar nicht so schlecht. Aber auch hier, das ist richtig gut. Also bis 11 Grad am Koori sieht das immer richtig gut aus. Was fehlt noch? Ja, wie gesagt, eben mit leichter Pose an anderen Stellen. Also auch mal hier ruhig testen. Und eine Stelle, die auch immer wieder wichtig ist, dass man die testet eben hier hinten. Wenn man zum Beispiel auf Rotauge oder sowas hofft. Oder auf Laube zum Beispiel. Dass man da dann eben probiert. Ne? Hier vorne kann man also tatsächlich auch probieren. Einfach mit der Stippe. Und dann ist... Ja, nimm Gras, weiß ich jetzt gerade nicht, aber hier vorne, das hier geht immer wieder ganz gut. Hier langziehen, auch auf Laube, dass man das dann mit dem Insekt abzieht, diese Aufgabe. Oder eben von hier aus, zack, eben vorbeiziehen lassen. Einfach eben dann auf einfaches Setup. Ich habe mir die einfachen Bollos ja geholt, also die ganz günstigen. Und damit dann eben auch, wie man halt so auf Laube angelt, schön flach, Fliege dran und gib ihm raus damit. Einfach hier so locker langsam langtreiben lassen. Ich glaube, das kann man sogar mit 3 Routen kann man das durchaus machen und dann eben hoffen, dass da noch was reingeht. Das Ganze an der Belaya ist schon, ja, ich sag mal, enorm wetterabhängig und auch gar nicht so easy. Da muss man tatsächlich ein bisschen rumsuchen, muss man ein bisschen probieren. Wie gesagt, wenn das alles für euch zu viel ist, konzentriert euch komplett auf die letzten beiden Aufgaben. Da oder auf, ich sag mal gerade vielleicht Nummer 7, wir sehen es im Discord immer wieder, dicke fette Rollen, die da auf einmal rauskommen aus den Säckchen. Also das lohnt sich, das ist auch das, was am besten, ja, was man vielleicht am besten als erstes angeht. Wenn man meint, man hat da nicht so viel Zeit zu, man hat über die Feiertage einfach nicht so viel Zeit, absolut verständlich. Konzentriert euch auf das Wichtigste und auf die dicksten Säckchen. So, oh, verdammt, war da gerade was? Da hat es gerade ein bisschen gezubbelt. Gleich direkt nochmal hinwerfen, weiter probieren. Also, so viel dazu. Ich glaube, wir haben alles, oder? Haben wir alles? Belaya? Ja, timen. Timen an der Belaya. Blinker von der Größe 12 bis 15 ungefähr. Einfach mit dem Blinker weit rauswerfen, durchblinkern. Aggressive Farben auch ruhiger verwenden oder knallsilbrig verwenden. Das für den Timen. Jig-Führung, Stop-and-Go-Führung, wenn man ganz, ganz weit rauswirft bis hinten zur Mauer. Also ruhig da auch mit einem etwas größeren Setup richtig weit raus. Und gucken, dass das mit dem Timen, wie gesagt, gerne auf Blinker geht. Wenn ihr mit Spinnern unterwegs seid für ein Timen, dann auf 8 bis 12 Gramm, also 8 bis 12 Gramm Spinner und 12 bis 15 Gramm Blinker. Die Größen können durchaus funktionieren. Na, was haben wir hier? Da ist sie doch, die Laube. Also, so Smoke wie dat, das wäre jetzt auch ein Kandidat gewesen. Für die Aufgabe Numero. Na, wo ist sie? Hier, fange 6 auf Insekten. Ich meine, den Timen, das ist schon relativ selten. Aber Hasel hatte ich ja gerade schon gezeigt, ganz im Süden. Barsch geht mit Sicherheit auch noch rein. Vielleicht auch mal mit Zuckmücke. Naja, Zuckmücke geht nicht.
Eintagsfliege, Mistkäfer. Na guck, Eintagsfliege ballert bestimmt auch rein. Also das wird schon funktionieren. Das geht doch. Genau, da habt ihr nochmal die verschiedenen Köder, die gehen. Genau, timen, nicht so easy. Pose, Insekten, Belaya hatten wir gerade. Dann haben wir hier die Bafo, die muss ich tatsächlich selber noch ein bisschen weiter suchen. Achso, wo wir gerade hier sind, hier vorne ist die Stelle mit, die auch immer wieder geht für die Bachforelle. Also einmal geradeaus geworfen, hier vorne hin mit einem Spinning Setup. Einfach so in die Richtung. Dieser Stein da hinten, der ist so ungefähr das Ziel. Man muss gar nicht, meist gar nicht so ganz weit raus. Das funktioniert hier auch immer mal wieder ganz gut mit Topwatern, mit Wobblern auch gerne mal testen. Ja, wie gesagt, im Idealfall natürlich bei leichtem Sonnenschein und Sonnenschein. Und dann einfach hier vorne so locker raus. Oder eben auch von hier aus, was man natürlich auch gut machen kann, dann bis zu dem großen Stein links. Aber ihr seht also gar nicht so ganz weit raus. Das ist meist so eine Stelle, die ich anfangs teste. Auch in jedem Belaya-Turnier wird das immer wieder getestet, hier die Stelle. Weil hier immer wieder eben auch die Bachforellen sind. Also dieser Bereich jetzt grob hier so abgefächert. Dann natürlich von hier aus quer rüberwerfen bis da hinten hin zum Stein. Genau so. Ob das mit einem Spinner ist, ob das mit einem Blinker ist. Oder eben, wie gesagt, hier mit den Topwatern oder Wobblern. Dann einfach eben hier so durchziehen. Ich hatte auch schon mal ein komplettes Video zu gemacht, welche Linien, welche Spots an der Belaya immer wieder funktionieren. Ich meine, wir sind jede Woche sind wir ja hier an der Belaya. Da gibt es schon einige Möglichkeiten, eben hier auch was rauszuziehen. Übrigens auch mal testen hier die ganze Serie. Die Vaikos in 8 Gramm. Mit dem Belaya Setup gar kein Problem, sowas auch mal rauszuwerfen. Denn die sind relativ, ja, ich sag mal, mit 8 Gramm schon relativ groß. Aber da hat man auch manchmal das Glück, dass da mal zum Beispiel eine große Bachforelle drauf reingeht. Ja, testen, testen, testen. Nicht frustrieren lassen, wenn halt Kackwetter ist, dann geht man hier halt auch nicht hin. Also, bei mir war es noch okay. Vielleicht teste ich morgen oder in ein paar Stunden nochmal. Jetzt geht es für mich gleich erstmal zum Koori. Und dann nehmen wir da das nächste Video auf. Ich habe noch gar nicht am Koori geangelt. Bin super gespannt, was da geht. Und dann gucken wir mal, was da passiert und ob ich auch die Pelletmarine finde. Ich bin sehr gespannt. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video am Koori oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Bis dahin, Petri.